So Leute, willkommen zu einem neuen Part von der Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Die Einleitung hatten wir auch schon zum 15.000. Mal im Sinne von, mit dieser Betonung. Yay. Beim letzten Mal haben wir Rocco besiegt. Ist doch toll. Ja, ich muss mich erst wieder reinfinden. Ich komme gerade von einer langen, langen Lernsession. Ihr müsst wissen, Schule ist eine wichtige Sache, meine lieben Freunde. Und deswegen, bin ich der Meinung, dass man davon nie genug haben kann. Oder auch schon, aber das ist ein anderes Thema. Irgendwo in der Nähe von Mamoria City soll ein Meteorit eingeschlagen sein. So einen seltenen Fund würde ich nur zu gerne hier im Museum ausstellen. Aber angeblich geht von dem Stein eine merkwürdige Energie aus, die verhindert, dass man ihn von dort entfernt. Das ist eine seltsame Energie. Nennt man Magnetismus. Aha, da stehen jede Menge dicke Schichten. Grundlage zur Zeugverwandlung. Die Archäologiefibel. Längst vergessene Pokémon. Die Ahnen unserer Pokémon, wenn Pokémon auf Menschen treffen. Die Erdschichten aus unter Kanto. Ja, das ist sehr interessant. Knochen angeordnet, eines Pokémon ergeben. Okay, cool. Coole Sachen hier. Oh, was bietet da für ein Glückspilz? Die Überreste eines großen Drachen, das ich noch erleben durfte. Die Überreste eines großen Drachen findest du in Einal im Museum. Im Museum, ja. Hat voll was mit Mew zu tun. Ach, nee, Kamera kurz. Nee, lass mich in Ruhe. Ksch, nein, weg, aus, böse. ja, ne. Ich habe genau zwei Lieblingsorte. Der erste sind die Alf-Ruinen in Johto. Oh, die müssen wir uns auch noch anschauen, fällt mir gerade ein. Und der zweite ist dieses Museum hier in Mamoria City. Ist diese Stille nicht beruhigend? Geschichte kann ja so aufregend sein. Und sie kann auch so langweilig sein. Wusstest du das schon? Es gibt ist es möglich, Fossilien von Pokémon wieder in ihre ursprüngliche Form zurück zu verwandeln. Wenn du ein Pokémon hast, ich habe ein Pokémon, ich möchte es zurück in ein Fossil verwandeln. Oh. Wenn du ein Fossil hast, das du gerne zurückverwandeln möchtest, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Oh, du hast überhaupt kein Fossil. Oh. Oh. Ich wollte ein Fossil haben. Arsch. Die Ausstellung beschäftigt sich hauptsächlich mit fossilen Lebewesen aus der Kanto-Region. Begutachte die Überreste von Pokémon, die vor vielen, vielen Jahren von der Erdoberfläche verschwunden sind und schicke deine Gedanken auf eine Reise zurück in die Urzeit. Ich finde ja, das Museum, Exponate sind woanders und deswegen ist der Eintritt frei. Ah, okay. Ich finde ja, dass das Ozeanmuseum in Rubin und Saphir, beziehungsweise Omega Rubin Alpha Saphir um einiges interessanter gestaltet. Weil halt teilweise wirklich interessante Sachen dabei sind, die halt wirklich auf die Realität zutreffen. Zum Beispiel, wie entsteht die blaue Färbung von Wasser und Meeressalzgehalt und keine Ahnung, sowas halt. Außerdem, hier irgendwo ist, kann man ein Event auslösen. Ich glaube, da oben, also quasi da, wo die Blümchen sind, an der Anhöhe ungefähr, sollte Latias bzw. Latios auftauchen, wenn man das Event irgendwie ausgelöst hat. Aber das ist ein extra Event, das wir nicht machen können. Ich habe keinen Eventcode hier. Gute 3. Das ist doch schön. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Jetzt wären wir in der Reihe, dass wir richtig ureilig vorankommen. Mit dem Hintergedanken, was die nächste Arenaleiter ist, und wer und warum und ja, schicken wir mal Luke vor. Und der Stein sieht unten sehr, sehr seltsam aus. Ein Hosenmatz ist ja wohl die Höhe für mich, immer doch Herr Hosenmatzer. Ja, was haben wir gelacht? So. Herr Hosenmatz, wenn du unbedingt so willst, dann kriegst du auch nicht aufs Maul, mein Lieber. Ist ganz einfach. Und 40. Okay. Wir sind etwas overleveled. That much. So ganz kleines bisschen und so. Und wir werden uns einfach mal ein bisschen durchsiepen lassen. Ach ja. Ich habe außerdem das Mikrofon nicht leiser gestellt. No way. Das ist natürlich jetzt doof. Deswegen nicht so laut die ganze Zeit. Ah. Das ist kacke. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu laut rede. Und wenn das Hintergrund rauscht, was jetzt größer sein soll, beziehungsweise wenn es anders klingen sollte, ansonsten liegt es einfach daran, dass ich, wie gesagt, vergessen habe, mein Mikrofon leiser zu stellen, was natürlich dumm ist. Normalerweise mache ich das. Dammit. Egal. Ich kann nicht angreifen, weil du bist ein Elektroball und das ist böse. Kiwat, wenn ich bitten darf. Wenn ich bitten dürfte, Kiwat, du darfst auch mal wieder ran. Nee, irgendwie habe ich es nicht... Ich meine, ich wollte es eigentlich noch leiser stellen. Ich meine, ich habe es gerade vergessen. Das ist natürlich doof. Und du bist, obwohl wir einen Wahlstall tragen, bist du schneller. Das ist natürlich sehr bitter für uns. Aber es ist ein Knogger. Knogger ist nicht sonderlich schnell. Manchmal vergesse ich es, weil ihr müsst wissen, wenn ich irgendwie Skype oder auf Teamspeak unterwegs bin, dann stelle ich mein Mikrofon immer lauter, damit ich nicht so laut reden muss. Dass man mich da besser versteht. Ist ein bisschen angenehmer für mich. Und fürs Let's Play habe ich aber eine bessere Soundqualität, wenn ich es nicht lauter stelle. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist es auch nicht schlecht. Mal schauen, vielleicht, wenn sie es gut anhört, lasse ich es sogar so. Also wenn dann wirklich keinen Unterschied hört. Und hier sind die komischen Steine, die sind wichtig, weil man die einen Deoxys hat. Das haben wir nicht. Also egal. Wen wollen wir denn vorne lassen? Wobei, wir machen wieder unsere XXL-Kombo.
Ich merke außerdem gerade, dass unser ganzes Team für die nächste Arena auf einem Pokémon basiert. Das ist natürlich super. Hallo, ihr Astrainer-Typis. Mit einer unglaublich geilen Intro-Musik. Pom. Pom, ernsthaft? Das ist ein Name? Das geht heute schon als Name durch? Okay, von mir aus. Und gibt's da noch Frittes? Hahaha. Oh Gott. Also, Pommes. Fritz. Egal. Du forderst uns heraus. Du hast ganz schön Schneid für so einen jungen Hüpfer. Und du stellst dich uns zum Kampf mit großem Vergnügen. Hohoho. Ja, okay. Kriegst aufs Maul. Aufs Maul kriegt ihr beide. Du, Cora und Pom. Das Namenskombo. Electek und Diktrie. Ich bin nicht so glücklich über das Diktrie, muss ich sagen. Das Electek ist nicht ganz so tragisch. Na komm, Michelle, ich glaube. Ah, das ist mies. Das ist jetzt ganz schlecht. Dass ich da nicht ausge. Das ist jetzt doof. Aha, Magnetflug. Ha, 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 ha. Ich weiß, damit kann ich zwar nicht mehr angreifen automatisch, aber trotzdem. Hehe. Und das Electric ist mir nicht gefährlich, deswegen gehe ich erstmal auf das Diktrie. Wie gesagt, das würde mich one-hitten können wahrscheinlich. Jetzt habe ich gerade. Habe ich gerade wirklich Ladungsschuss eingesetzt? Oh nee, das hat Ladungsschuss. Ich habe gerade gedacht, ich hätte mich verklickt, aber ich setze Magnetflug ein. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch vor. Die Schwebestatus. Ich habe noch nie wirklich die Attacke benutzt, deswegen. Schade, dass ich nicht Erdbeben habe. Das wäre cool gewesen. Blöd ist nur, dass ich jetzt den Wahlschall habe und ich immer noch nicht austauschen kann. Diktrie darf sterben. Tja. Pech gehabt. Du kannst mich mal, du Arsch. Das heißt, jetzt darf ich nur mit einem Pokémon kämpfen. Das ist natürlich super. Aber wenigstens ist Diktrie weg. Das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert. Ich mag Diktrie nämlich gar nicht als Gegner. Also gerade wenn sowas kommt und ich da nicht austauschen. Und ich will austauschen. Das ist voll scheiße. Ja. Keine Wirkung auf Kivat. Trifft nur Spore. Der ist davon allerdings sehr unbeeindruckt. Ja, komm. Setzen wir jetzt ein anderes Pokémon ein, dass wir hier noch ein bisschen Variation drin haben und ein bisschen EP verteilen. So. Das war jetzt eine leicht gefährliche Situation für uns. Vor allem will ich Luke/Spore sicherlich nicht vor der nächsten Arena verlieren. Das wäre nicht so intelligent. Würde nach hinten losgehen, wenn das so wäre. Weil, ganz schlecht. Gut. Electek ist Geschichte und wir bekommen EP. Das ist ja wunderbar. Oh, ja, Luke kommt voran. Gyroball. Nee, lass mal, du bekannte Attacken behalten. Ja, bitte. Da hat mich dein Magnetflug wirklich gerettet, muss ich sagen. Deswegen ein Grund mehr, ihn erstmal drinnen zu lassen. Ich dachte erstmal so, ja, boah, wahrscheinlich eh nie, aber ha, so schnell kann das gehen. So schnell kann das gehen. Jetzt wollte ich noch was sagen, genau. Ich kann ja schon mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ihr wollt. Luke, du bist eigentlich auf einer guten Level. Schick mal Maggie vor. Ja, ist wieder aktuell so die Situation. Ich möchte wieder viel, viel produzieren an Videos und ich habe nicht die Zeit dazu, wegen Schule. Ich habe mir einen unglaublich guten Zeitpunkt ausgesucht zu sagen, ich möchte mehr Videos produzieren. Weil es natürlich zeitweise irgendwie für mich recht anstrengend ist, wenn ich versuche, mehr Videos zu produzieren und ich die Zeit dazu einfach nicht habe. Hallo du kriegst einen Flammenwurf ins Gesicht. Freu dich davon, du freu dich drüber, das ist toll. Ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn mir so ein Fuchs ein bisschen Feuer ins Gesicht spucken würde. Das ist ein tolles Gefühl, kannst du mir glauben, ne? Jo. Genau. Radikal. Radi Heinz. Aha. Okay. Dumme Witze heute wieder. Ne, und aktuell ist halt wieder der Fall. Wir schreiben demnächst eine Klausur. Demnächst ist morgen. Also wenn ihr das hier seht, schreibe ich am gleichen Tag Klausur, beziehungsweise habe an dem Tag Klausur geschrieben. Und dafür muss ich ganz viele Aufgaben rechnen. Voll viel Physik und so. Und deswegen bin ich etwas überfordert mit der Situation, wenn ich noch aufnehmen muss nebenbei. Ich weiß, wahrscheinlich wäre es auch kein Weltuntergang, wenn nichts kommen würde, aber ich will ja vorankommen. Wir wollen ja zwingend unser nächstes Projekt erreichen. Denn das wird voll toll. Da freue ich mich schon total drauf. Auf das kommende Legend of Zelda Skyward Sword Projekt, wo ich mir auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht habe, als ich vorhin unter der Dusche stand. Was man so macht, wenn man unter der Dusche steht. Sich Gedanken über jeden möglichen Scheiß. Ich meine, wer kennt das nicht? So, brutzeln wir weiter Ratten. Ich weiß nicht, zählt das als Tierquälerei, wenn man Ratten brutzelt? Wobei, es sind keine Tiere, es sind Pokémon, ne? Das ist ein essentiell wichtiger Unterschied, ob man jetzt Pokémon oder Ratten hat. Oder Tiere halt, ne? Nabok, super. Ah, ich hab einen Sondersensor, ha! Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe ja einen Sondersensor, da war ja was. Mein Angriff kannst du gerne senken, das ist mir vollkommen Booms. Und?
Zang. Bam. One-Hit KO. Oder auch nicht, aber sehr cool. Yes, One-Hit KO. Crit, okay. Der Crit hat auf jeden Fall gereicht. Ohne Crit wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob es reicht. Wobei, der Levelunterschied war groß genug, dass es reichen könnte. Also ja, ja, es hätte gereicht. Es hätte gereicht. Aber wenn es auf gleichem Level gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, kritisch hier, ne? So, ein Parasek ist auch Schnee von gestern. Oder Pflanze von gestern, ne? Haha, Pflanzenkäfer eigentlich, aber egal. Und, jo. 1152. Nee, das ist ein Teil meiner Einstellungen für dieses Projekt sogar. Das ist sehr interessant. Wenn ich schneide, muss ich immer wieder die 1152 eingeben. Und zwar für die Maske, die über dem Touchscreen liegt, dass man gar nicht sieht, weil ansonsten hättet ihr einen schwarzen Rahmen um den Touchscreen, wenn diese Maske nicht da wäre. Da solltet ihr euch jetzt nicht irgendwie Majora's Mask oder so vorstellen, sondern ich meine eine Ebenenmaske im Sinne von eine weiße Fläche, die unsichtbar gemacht wird durch einen Spurmaske-Key. Und dadurch verschwindet einfach der schwarze Rahmen außenrum. Das ist voll Technik und so. Voll professionell und das ist natürlich sehr ungünstig, dass du mir jetzt hier mit dem Magma kommst. Aber du kannst mit deinem Feuer attacken sonst wo. Hahaha. Deswegen greife ich einfach an, weil ich es kann. Haha. Hat sich gereimt. Oh mein Gott, ich reime. Das war etwas übersteuert. Etwas sehr übersteuert. Okay. Ja, ich muss noch den Part dringend das Mikrofon wieder leiser stellen. Ansonsten brülle ich euch hier noch die Ohren weg. Ich kann das viel besser einschätzen, wenn ich weiß, wie laut das Mikrofon eingestellt ist. Und ich dann. Setzt du eigentlich prinzipiell nur von Fußschrauber ein? Wenn ja, lass das. Und ja, ich habe meine Zähne nicht auseinandergebracht, weil ich gerade etwas aggro war. Aggro, happy und so. Das widerspricht sich irgendwie. Kann happy aggressiv sein? Es wäre ja... Oder kann happy traurig sein? Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Und ich weiß nicht, wenn ihr versteht, was ich meine, es würde keinen Sinn ergeben. Es würde die innere Logik hinter diesem Pokémon kaputt machen. Smogbok, bist ein potenzieller Boomer. Ganz ehrlich, ich will dich eigentlich nicht als Gegner gerade drin haben. Luke, wenn ich bitten dürfte, hau ihm aufs Gesicht. Gut, dass ich gewechselt habe. Das halte ich aus, das hältst du aus. Das ist nicht sehr effektiv, das hältst du aus. Sehr schön. Das wollte ich so sehen. Dankeschön. Dankeschön, Spore. Also, ich würde zwar mit Voluna einen Typvorteil haben und da bleibe ich sicherlich nicht drin, ne? Das wäre das Dümmste, was ich tun kann. Allerdings hätte Voluna auf keinen Fall die Explosion überlebt. No way. Deswegen, bei potenziellen Boomern, aua, das tut weh. Das hätte mich auf jeden Fall One-Hit KO gesetzt, auch mit vollem KP, also jetzt im Fall von Luke das hier. Und ja. Maggie wäre eindeutig auch 100 KO gewesen von der Explosion, weil Explosion viel zu OP ist. Also viel zu stark, aber dafür muss man halt sein Pokémon noch opfern. Für den Nuzlocke-Challenge allerdings immer noch keine Option, weil ansonsten verlierst du einfach ein Pokémon. Und ja, das wäre so die Kamikaze-Richtung. Bisschen strange, aber okay. Ich warte darauf, dass sie Explosion verbannen, weil es ja irgendwie an Selbstmordattentäter erinnern könnte. Vollspucker Fitz. Fitzgerald. Woher kenne ich Fitzgerald? Das könnte zu irgendeinem Spiel, meine ich. Oder irgendeinem Film. Egal. Ah, nee, das kommt aus das Yu-Gi-Oh, genau. Da war was. Daher kenne ich Fitzgerald. Heilen wir mal kurz ein. Hier, Luke ein bisschen. Das ist ein bisschen riskant, wenn er hier mit nur noch der Hälfte der KP rumdümpelt. Wir haben ja noch kein Pokémon gefangen. Das lässt sich ändern. Und was kriegen wir? Wir kriegen ein Habitak. Haben wir schon. Also, Rute für den Arsch. Spucken wir mal ein bisschen Feuer und ich stelle mir gerade vor, wie Maggie so Feuer spuckt. Das sieht sicher sehr imposant aus. Warum nicht? Warum nicht? Hat Ziel. Und ja, EP. Und seid ihr aktuell auch fleißig am Uras zocken? Weil irgendwie jeder Uras zockt. Jeder Typ, der auf dieser Welt lebt, spielt und okay. Jeder Typ, der auf dieser Welt lebt oder 3DS hat, spielt aktuell Pokémon Omega Rubin oder Alpha Saphir. So auch ich. Ha! Aber ich muss aktuell meinen Spielekonsum leicht einschränken aufgrund von Schule. Also irgendwann, wenn das so weitergeht mit der Schule, dann bringe ich die Schule irgendwann um. Das kann man sich jetzt lustig vorstellen. Ist es auch. aber ja, wir werden sehen, wie das laufen wird. Wenn irgendwann sämtliche Schulen dieser Welt weg sind, dann weiß ich's. Entschuldigung. Beziehungsweise nicht Entschuldigung, sondern bitteschön, weil es wird alle freuen. Wobei,
unsere Gesellschaft geht sowieso schon den Berg runter. Also wenn wir uns mal die 5-Klässler und 6-Klässler anschauen, das ist nicht allgemein gesagt, das ist bezogen auf bestimmte Personen, die mir halt aufgefallen sind. Unter anderem. Und warum kämpfe ich mit Vulnula gegen einen Wanderer? Das ist nicht so clever, weil ich jetzt eigentlich dachte, aber okay. Hab Kampf-Pokémon. Nein, hast du nicht, okay. Potenzieller Boomer! Potenzieller Boomer. Keyword, wenn ich bitten dürfte. Warum habt ihr alle Boomer? Das würde mir nicht gefallen. Walzer, okay, das überlebe ich. Zumindest, solange es jetzt hier nicht irgendwie übermäßigen Zuwachs an Walzer-Attacken nimmt. Ja, das ist in Ordnung. Wo war ich jetzt? Irgendwas mit Schule war es, ne? Nee, genau, wenn ich mir so die neu nachkommende Generation anschaue, damit ist keiner der Zuschauer gemeint, das ist keine Person gemeint speziell, sondern allgemein. Ist mir aufgefallen, dass, irgendwie irritiert mich Pokémon, die Hornbohrer können, also, oder welche irgendwelche Hauattacken. Bitte ganz schnell weg damit. Nee, es ist einfach allgemein aufgefallen, dass jüngere Schüler immer respektloser werden. Und wie soll das denn laufen, wenn die Schule nicht mehr da ist? Ich meine, irgendwoher müssen sie ja die Erziehung haben. Au, außerdem, es hat wehgetan. War aber längst nicht so stark wie erwartet. Naja, wenigstens etwas. Knochenrang, bam! Ach ja, ich mag Knogger unglaublich gerne. Unglaubliche Unterstützung an der Stelle. Oh, bin froh um das Team zum Teil. Muss man ganz klar sagen. Pipi! Nein, nicht Pipi. So. So. Ich sag jetzt nochmal so, weil so ist toll. So ist so toll. Aha. Was hast du eigentlich für Attacken? Könnte ich dich ja mal einsetzen. Ach ja, komm. Michelle darf auch mal ran. Haben wir Michelle als Zauberer schon mal einmal im Kampf erlebt? Wenn nein, kommt's jetzt. Ironischerweise gegen das spätere Feen-Pokémon Pipi. Interessant. Nee, aber wenn die Schule wegfällt und dann noch weniger Erziehung auf dieser Welt herrscht, dann verliere ich die Hoffnung in diese Welt und alle anderen Welten, die sonst zu existieren. Weil, ganz ehrlich, das kann nicht noch schlimmer werden. Wenn es noch schlimmer wird, dann gehen wir alle zugrunde, wenn ich mir so nachdenke, so, das sind die zukünftigen Steuerzahler, oh shit. Wer soll meine Rente finanzieren? So ein bisschen hin, aber das sind so Sachen, über die ich mir so Gedanken mache, wenn ich die Fünftklässler so sehe. Dankeschön. Schwarzgurt. Will ich dich vorne lassen, Maggie? Du hast alle KP, also ja. Aber ich könnte mal gerade ein anderes Pokémon heilen, fällt mir gerade so auf. Ansonsten möchte ich sogar beide heilen, weil ich sehe, dass wir ziemlich angeschlagen sind. Aber heute habt ihr mal ein bisschen ruhigeren Part. Nach den letzten beiden Parts ja, was Overacting quasi hinter der Kamera angeht, ins Unendliche stieg, dann ist ja heute mal ein bisschen angenehmer, ein bisschen ruhiger und ist ja alles schön und gut, ne? Markus mit seinem Quappo. Ach, wie schick. Wird's mir ja nicht weniger gefallen. Wechsel ich gleich mal aus. Komm, Maggie darf, Maggie sag ich schon, Michelle darf auch mal rein. Nochmal hier reißen, weil, Are you shitting me? Warum? Was soll der Scheiß? Warum immer Hypnose und warum trifft der vor allem immer? Ist doch nicht wahr. Status Heilmittel. Moment, halt, wo haben wir denn die? Steht das so der Status Heilmittel? Blaue Flöte, genau. Einmal aufwecken, bitte. Und das Tolle ist, die blaue Flöte kann man endlich jetzt einsetzen. Ha, voll toll. Ich meine, ich weiß aber nicht, ob nur in Kämpfen. Au, yay, damit bin ich jetzt verwirrt. Herzlichen Dank auch. Haben wir die gelbe Flöte auch? Wenn wir die gelbe Flöte auch haben, wäre das natürlich ideal. Nee, wir haben nur die rote Flöte für Anziehung. Schade. Schade. Muss ich jetzt nicht beide raushauen. Ich habe keine Lust, mich selber zu verletzen, deswegen. Und ich ganz ehrlich, ich will dem Ding einfach nur aufs Maul gehen, weil es mir gerade echt auf den Sack geht. Hydro-Punkt, okay, von mir aus. Damit wirst du nicht weit kommen, mein Lieber. Und einmal ein bisschen Turbo-Tempo und ein bisschen aufs Maul hauen. Das mag ich, das finde ich gut. Bam. Vor allem hat er mit Wuchtschlag getroffen und mit Hypnose natürlich schon wieder. Was auch sonst? Geht mir ja nur tierisch auf den Senkel. Ah Gott. Wahrscheinlichkeiten im Pokémon sind für den Arsch, vor allem wenn sie Gegner hat. Also Sachen, die der Gegner einsetzt, sind irgendwie treffen häufiger als Sachen, die man selber einsetzt. Also gerade negative Sachen, außer das ist positiv für dich, dann ist es natürlich nie da. Außer du spielst online, weil da haben immer beide Spieler Pech. Oder man hat manchmal auch Anaglück. Hör auf mit dieser scheiß Taktik, es geht mir auf den Senkel. Es geht mir so auf den Keks.
Lass das. Ich will mich jetzt nicht selber angreifen. Ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Nee, das wird mir nicht viel bringen, was ich jetzt vorhabe. Also so. Nö, kein Bock. Nö. Schlaf. Nein. Nope. No, sir. Komm, setz die Hydropumpe ein. Ja, danke, Hypnose geht auch. Vor allem, wenn sie daneben geht. Stirb. Bab. Sehr schön, dass die Animation von Turbo Tempo auch langsamer gemacht wurde in der vierten Gen. Was irgendwie ironisch ist bei Turbo Tempo, bei so einer schnellen Attacke. Deswegen, ja. Rokuzuki ist aber auch langsam geworden. Also eigentlich quasi alle Animationen sind von der dritten auf die vierte Gen um einiges langsamer geworden. Und ich sollte langsamer reden, wenn wir gerade beim Thema langsam sind. Dann versteht man mich nämlich auch. Eventuell, manchmal. Hier sind noch ein paar viele Gegner, fällt mir gerade auf. Maggie! Reißen, jetzt, los. Nicht beißen, reißen, bitte. Du kannst ihn auch beißen. Ich meine, das wäre auch interessant. Maggie beißt irgendwelche wilden mit Trainer. Das ist, wenn ich mir das jetzt mit der Person Maggie vorstelle, wäre das sehr interessant. Auch so schon sehr interessant, aber okay. Hallo, du. Tschüss, du. Es könnte ein bisschen schmerzhaft werden, also keine Angst, das ist normal. Es geht hier um einen Sondersensor, also, du kannst es sogar überleben, ne? Oh Gott. Swagger. Nope, mein Lieber. Kannst mich mal. Du kannst mich mal, du Drecksack. Vielleicht hätte ich auch erstmal ehrlich einsetzen sollen, aber wenn ich jetzt mich selber verletze und dann komme ich eine Attacke von dem noch ab. No, sir. I don't want this. Du kanntest Steinhagel, meine ich. Wenn du es hast, ist natürlich scheiße. Kiwat. Bist auch schneller. Dank, Walschall. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn auch wenn ein, okay, das hätte ich sogar überlebt. Problemlos. Wenn jetzt ein Rasaf schneller wäre als ein Knocker mit Walschal, ne? Wie gesagt, wir brauchen immer noch unseren Kampfknochen, damit Keyword noch ein bisschen mehr reinhaut, als es eh schon tut. Und genug EP für Level Up? Dann bei weitem nicht, okay. Etwas überschätzt hier. Scheiße. Das ist eine dumme Situation. Ich will ungerne. Ich kann die Attacke nicht switchen, das ist natürlich doof. Ich will aber auch nichts reinwechseln. Dumm gelaufen. Muss jetzt mit Stärke weiter angreifen. Burp, burp. Wie gesagt, wenn jetzt ein Finale kommt, kann es Kiwat und Luke abfangen. Felswurf, okay. Aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht riskieren, hier Luke reinzuschicken und für alle anderen für Finale, nee. Nein, danke. Hau ich lieber ein paar Mal mit Stärke drauf. Irgendwann fällt das Ding trotzdem um. Leider Gottes nicht so schnell, wie man denkt, aber 5 at KO? Wie gesagt, wenn es sich auf Walter festsetzen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch trauen, auf Sport zu wechseln. Schneller dürfte ich sein als ein Georock, aber trotz allem, nee, da möchte ich jetzt gerade nichts anderes machen. Da bin ich mir jetzt gerade auf der sicheren Seite. Ich hätte es drumherum reinsetzen sollen, die Stärke. Das wäre cleverer gewesen. Dann hätte ich nämlich jetzt noch eine sehr effektive Attacke. Haha, das tut trotzdem weh. Das tut nicht so knapp weh. Oh Gottes Willen, gut, dass ich nicht gewechselt habe. Oh Gott. Aber wenigstens ein Level Up. Ich hasse diese Boomer. Warum laufen hier alle... Oh, Risikotackle. Hast du Steinhaupt als Fähigkeit sogar? Das wäre natürlich cool. Dammit, ich hab... Das sind beides Fimes, ne? Okay, dann muss ich das nachher mal beibringen. Blöd. Kann ich leider Gottes gerade nicht beibringen. Und der Steinhagel und der Knochenrang in Kombination sind mir dann doch ein bisschen lieber. Und im Idealfall jetzt einmal heilen. Alter, warum habt ihr die ganze Zeit irgendwelche scheiß Boomer dabei? Das geht mir so auf den Senkel. Ständig irgendwelche Georocks und keine Ahnung. Ich sehe das in einer Wasserrock-Challenge extrem ungerne, weil es mir einfach unglaublich viel Schaden macht, wie man gerade gesehen hat. Und ich meine, Kiwats Verteidigung ist Bombe. Hier kann ich auch weiter mit der Stärke draufhauen, ist nicht so schlimm. Vielleicht bin ich mit Walschall immer noch stärker? Stärker vor allem. Schneller. Ja, bin ich sogar. Yes! Dank Walschall. Ansonsten wäre ich sowieso langsamer gewesen, glaube ich. Das reicht aber nicht für ein 100 KO. Würde mich sehr wundern. 2 KO. Okay. Oh Gott. Stop it, you. Friss meine Stärke und verreckt dran, würde ich sagen. Und ihn in den Rasen beißen lassen, weil das ist voll toll, wenn man in den Rasen beißt. Schmeckt sicherlich sehr gut. Sehr gesund vor allem. Jetzt bist du auch schneller. Ja, genau. Hau mal daneben mit der Grimasse und friss die Stärke und freu dich, dass du jetzt ins Gras beißen darfst, nachdem du die Stärke gefressen hast. Ha! Sehr schön. Und jetzt wollen wir auch gleich den Part beenden. Gottes Willen, das ist hier ein Hirnkrampf nach dem anderen. Vor allem ist der nächste... Nein, Moonflow. Heute nicht.
Die habe ich nur angenommen, weil ihr cool seid vom Namen her. Nächstes ist ein Spacko. Den werde ich schön umholzen mit Happy. Und naja, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Sword Silver Underdog Challenge, wenn wir diesen komischen Wanderer da unten in die Fresse schlagen. Und ja, wahrscheinlich hat er wieder Georock dabei, die sich mal ein bisschen... Oh, ich boom mich jetzt mal und es ist gerade dunkel geworden. Oh mein Gott, wie viel Uhr ist es eigentlich gerade? Es ist jetzt genau 17 Uhr und jetzt haben wir schöne Pokémon-Flötenmusik. Yay! Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Sword Silver Nuzlocke Challenge. Bis dahin und ciao!